Ich möchte einmal zeigen, wie man mit dem Galaxy S2 mittels WLAN ins Internet kommt. Das ist in der Regel ganz einfach. Hauptproblem liegt normalerweise in der Konfiguration vom Router und nicht vom Handy selbst. Das heißt, wir greifen einmal auf den Router zu über den Browser. Wie man auf den Router kommt, steht in der Regel im Handbuch. Da gibt es halt Standard Name und Passwort. Wenn ihr kein Handbuch zur Verfügung habt, könnt ihr das auch im Internet vielleicht runterladen, einfach mal nach eurem Gerät suchen. In meinem Falle ist es eine IP-Adresse 192.168.1.1. Es kann auch eine 01 sein oder auch ein Namen, wie zum Beispiel Fritzbox. Wenn ihr euch dort erfolgreich eingeloggt habt, einmal nach einem WLAN suchen bzw. WLAN einrichten, dort das vielleicht gegebenenfalls überhaupt mal generell aktivieren. Dann, wenn das aktiviert ist, sollte man die SSID aktivieren. Das ist halt ein Namen, den man dann vergibt, der halt im LAN angezeigt wird. Ich habe hier in meinem Fall einfach mal ein 2,4 GHz habe ich das genannt. Und das Ganze sollte auf jeden Fall verschlüsselt werden, so hoch wie es geht. In der Regel WPA 2, PSK, vielleicht auch nur mit WPA. Hauptsache ihr habt es verschlüsselt und das Ganze auch mit einem Kennwort versehen. Wenn ihr das habt, einmal speichern, das Ganze übernehmen und dann auf dem Smartphone das Ganze einrichten. Das heißt, einmal unter Einstellungen, Drahtlos und Netzwerke ist es, und dann WLAN-Einstellungen, oder wenn ihr schon das neue Ice Cream Sandwich habt, dann ist es unter Einstellungen und können einmal direkt WLAN aktivieren. Auf älteren Systemen kann es sein, dass da nochmal steht Drahtlos und Netzwerke. Dort dann unter WLAN das Ganze aktivieren und wir gehen einmal rein, scannen und dort zeigt er alles an, was er in der Umgebung finden kann. Und in unserem Fall auch das 2,4 GHz, was gesichert ist mit WPA 2. Dort einmal drauf gehen und er verlangt ein Passwort, was wir ja eingerichtet haben. Und tippen das einmal ein. Dann auf Verbinden. Er bezieht eine IP-Adresse und sagt schon direkt, dass er verbunden ist. Um das zu prüfen, gehen wir einfach mal ins Internet und rufen zum Beispiel Google auf. Fertig.